Ja, also dann auch noch ein kleines Statement zu dem Musikvideo, was ja zuletzt hochgeladen wurde, nämlich Black Sabbath Warpigs mit entsprechenden Rekrutierungsvideos. Man möchte jetzt meinen, es wäre so in Richtung russische Propaganda gehen, beziehungsweise pro-russische Propaganda. Kann man vielleicht so interpretieren, aber ich möchte hierzu sagen, die Ukraine, da sie ja eines unserer Partnerländer ist, muss sich auch nach entsprechenden Standards messen lassen. Das ist ja irgendwie bei Israel ähnlich, ne? Wenn die Hamas da Terroranschläge verübt, dann erwartet man das ja fast schon von denen, ne? Deswegen sind die ja auch nicht so Partner von uns dann, ne? Aber von Israel erwartet man dann eine andere Art zu reagieren als eben so eine ähnliche, mit ähnlicher Tragweite oder noch viel mehr sogar. Ne, das ist ja, würde ja gar nicht unserem Wertestandard entsprechen, um mal hier Merkel sprechen zu bringen. Und genauso ist es natürlich, wenn dort die Menschenjäger im Osten auf die Straße gehen und ja, einfach Männer einsammeln, mit zivilen Fahrzeugen angefahren kommen, sodass man sie bloß nicht erkennen kann, ne, und dann unter Gewalt die Leute da einfach verschleppen. So muss man das ja nennen. Das hatten wir in Deutschland auch schon mal, war nicht gut, sollte auch nicht wieder vorkommen. Und ja, da muss man das natürlich harsch kritisieren bei unseren Partnern, in welcher Situation auch immer die sich befinden. Das ist da erstmal zweitrangig. Auch kritisierungswürdig finde ich die Tatsache, dass ich glaube, Männer zwischen 18 und, was weiß ich, 64 oder so dürfen das Land, nagelt mich nicht auf die Alterszahlen fest, dürfen das Land ja im Grunde gar nicht verlassen. Ne? Müssen unter Gefahr fliehen. Ist alles, das ist nicht gut, das gefällt mir nicht. Das muss angesprochen werden. Wir sind ja hier eine offene Gesellschaft, da kann man sowas auch gerne mal diskutieren. Ja. Und so möchte ich hier euch, da wir ja auch seit heute, so kam ich überhaupt erst auf das Video, wieder eine Rekrutierungsdebatte in Deutschland haben. Eine Wehrpflichtdebatte wird wieder geführt, nachdem Verteidigungsminister Armin Laschet heute eine Konferenz gegeben hat, wurde ich darauf aufmerksam und möchte doch mal euch Tipps geben. Denn ich gehöre noch zu der letzten Generation, die sich bei diesen Leuten hier melden musste und noch die Ehre hatte, zum Kreiswehrersatzamt zu gehen und sich dort zu mustern. Das könnte einigen von euch in Zukunft wieder passieren. Wenn ihr denn dann dort angekommen seid und euren Termin natürlich wahrnehmt, dann ist es entscheidend, dass ihr die darauf aufmerksam macht, dass ihr nichts zu schreiben dabei habt, weil ihr müsst Sachen ausfüllen. Dann geben die euch widerwillig in der Regel Zettel und Stift und die werden euch schon sagen wahrscheinlich, dass sie diesen Stift, den sie euch dort gerade gegeben haben, gerne wiederhaben möchten. Ihr versucht natürlich den Stift zu klauen und gebt ihn nicht freiwillig zurück. Wer so einen Stift dann tatsächlich mit nach Hause führen kann, der kann sich glücklich schätzen und bei seinen Freunden damit angeben. Daraufhin geht ihr dann in eine Umkleide rein, wo noch weitere Kriegsdienstverweigerer in der Regel auf euch warten, die auch alle keinen Bock haben, da zu sein und auch versucht haben, ein Stift zu klauen. Dann bespricht man kurz die Stiftsituation, ne? Man fragt so, hast du es geschafft? Und die so, nein, habe ich nicht. Und dann muss man sich ausziehen, ne? Dann muss man irgendwie in Unterhose weitermachen, die natürlich schon eine Weile getragen ist, und genauso wie die Socken, die ihr anhabt, ne? Also das ist alles, man muss halt so Patina haben und muss so ein bisschen so, ne, krustig, also nicht so ganz angenehm sein. Das macht ihr nicht für euch, das macht ihr für die. In diesem Umkleideraum werdet ihr euch dann mit den anderen Brüdern, die ihr dort findet, radikalisieren weiterhin. Daraufhin geht ihr dann in so einen Raum. Da wird eine, meist in meinem Fall war es eine ältere Dame, die wird dann euch beim Urinieren Gesellschaft leisten. Und ja, dann müsst ihr in so einen Becher urinieren, ne? Und die guckt euch dabei auf euren Penis. Manch einem gefällt das, ja. Ich war da nicht so ganz mit dem einen. Dabei haben die damals auf jeden Fall unter anderem nach sowas hier gesucht. Im Blut. Aber das müsste ja mittlerweile kein Problem mehr sein. Da ist das keine wirkliche Hilfestellung mehr. Tja. Also man könnte dann natürlich zu anderen Dingen greifen, möchte man jetzt meinen. Davon rate ich natürlich vehement ab. Macht das nicht. Ne? Aber würde wahrscheinlich tatsächlich funktionieren dann in dem Fall, wenn die dann dort was feststellen. Aber was wichtig war, ihr müsst, wenn ihr dann unter Aufsicht in diesen Becher hinein uriniert, habt ihr vielleicht auch eine gewisse Nervosität an euch, weil, ne, die Frau beobachtet einen da, diese Oma, die da steht und so. Das ist alles eine sehr nervöse Situation. Also wahrscheinlich wird es so sein, dass der Becher von außen massiv vollgestrollert ist und die ihr dann sehen könnt, wie diese voyeuristische Dame dann mit Handschuhen an und eurem tropfend und triefenden Becher von dannen zieht. Liebe Leute, kennt ihr noch, Domian kennt ihr wahrscheinlich, aber kennt ihr noch 2254? Wer das kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Das war die beste Anrufsendung im deutschen Radio. In diesem Jahrtausend zumindest. Keine Ahnung, was es sonst so gab. Ich guck mal, ob ich habe vorhin schon was dazu gesagt, wie es aussieht in Sachen
Kritik der Rekrutierungsmethoden ukrainischen Militärs, ne, die ja durchaus nicht als Anti-Ukraine-Propaganda zu verstehen sind. Ich muss mal gleich im Schnitt gucken, ob das nicht kompletter Bullshit war, was ich weiß. Guck mal, lange, lange, lange Antenne hier, boah. Ob das nicht kompletter Bullshit war, muss ich dann nachher mal beim Schnitt gucken. Dann muss ich das nochmal aufnehmen und mich distanzieren. Aber ich glaube, das wird schon gehen. Und ja, jetzt nehmen wir mal einfach ein Mixtape auf, so als wäre es die Zeit damals. Den werde ich, glaube ich, nicht benutzen. Wir nehmen den hier, weil der ist schon richtig mies im Aufnehmen. TDK Super C-Ding 90. Kennt ihr das noch? Das war so Mitte der 90er oder so. Ich kenne die eigentlich nur in der durchsichtigen Hülle. Das hier verspricht eigentlich ganz gutes Bandmaterial zu sein. Ja. Wollen wir mal gucken. Ich vermute, jemand war alt und konnte nicht in die Kirche. Und dann haben die anderen Verwandten auf dieser Kassette den Gottesdienst für diese Person aufgenommen. Und es ist leider nicht gelungen. Das muss ja traurig gewesen sein. So können wir nun aber hier dieses Band in Ruhe und ohne schlechtes Gewissen nutzen, um diesen Stapel Platten, eine Art Sampler, ein Mixtape, ein sogenanntes, zu machen. Angefangen natürlich mit Dreiklangdimensionen von Rheingold, ein sehr, sehr gutes Lied. Ich bin nicht alt genug, um jemals in meinem Leben von Schallplatte auf Kassette Mixtapes gemacht zu haben. Ich habe so das Todesröcheln der Mixtapes damals auch mitgekriegt, immer von CD auf Kassette. Ja, weil ich hatte keinen MP3-Player und Discman für unterwegs ist nicht so geeignet. Da habe ich immer einen Walkman genommen und da habe ich mir dann von CD auf Kassette überspielt. So auch, Randanekdote, am 11. September 2001 habe ich so dann auch, während ich ein Mixtape gemacht habe, mitbekommen, dass nun das Event des Tages passiert ist. Weder Schallplatten noch CDs kann man einfach so durch die Gegend werfen. Kassetten können das ab. Kassetten sind super. Also finde ich wirklich, Kassetten sind gut. Ich habe die auch viele Jahre missachtet, aber gefallen mir immer mehr. So klingt das dann, aber bei dem klingt alles auch so. Also der, denn, ich zeige euch auch das, ich habe ja gerade nichts Besseres zu tun, random Gramble eines Elektroschrottsammlers. Da, ja, komm, zoom, da unten seht ihr diese Gummirolle, ich drück Play, so. Die Gummirolle muss ich auch drehen und wir sehen, die ist in der Mitte so ein bisschen so, ne, glänzt und am Rand nicht, das heißt, die ist uneben und die zieht das Band links und rechts hin und her und das ist aber auch dreckig, Alter, boah. Ja, ich muss auch mal kurz reinigen auch. Ja, also falls es jemanden interessiert überhaupt, also das Sharp RT10 hier, das war damals, ich glaube, das hat 1980 so 200 Mark gekostet, das war so das Low-End, was aber immer in Metallbänder abspielen, also es konnte quasi alle gängigen Bandarten bedienen, ne? Und das klingt auch nicht so schlecht, das ist nur nicht ganz so hochwendig und zu seiner Verteidigung muss man sagen, das hat ja auch gehalten bis vor wenigen Jahren. Dann war es aber durch und der Besitzer, undankbar vielleicht, würden böse Zungen sagen, aber naja, ist auch irgendwo nachvollziehbar, der hat es dann versucht zu entsorgen und da konnte ich noch eingreifen zum Glück. Ne? Man kennt mich für meine Liebe zu Elektroschrott und da wurde es mir dann sogar vorbeigebracht. Und der Vorbesitzer hat das von 1980 bis Ende Kassette. Da drin befand sich eine Kassette aus dem Jahr 2004. Ich denke mal, bis dahin hat er das konstant benutzt und die Reparatur war nervig, aber easy. War jetzt nichts groß kaputt. Halt Gummiteile, ne? Müssen erneuert werden. Und ist halt so ein High-Hour-Device, ne? Deswegen muss ich noch den Gummiteil, nämlich diese Andruckrolle, auch tauschen. Aber ich bin zu faul und, naja. Klingt aber, wenn's gut läuft, klingt's gut. So, dann muss ich jetzt aber mal kurz hier die Kamera ein bisschen laden und dann zeige ich euch mal, was wir hier machen und warum wir das machen und was auch immer. In der Zwischenzeit gebe ich mal ab an die Werbung und ich gucke mal, dass ich gleich ein Stativ bediene. Das seht euch an, hoho. Und das hört euch an. Das ist einfach das Höchste. Zum guten Ton gehört Dual. Gehört ein Dual-Plattenspieler. Dual bietet eine große Auswahl an Gerätetypen. Sehen Sie, das ist Dual-Präzision. So behutsam setzt der Tonarm genau in der richtigen Rille der Schallplatte auf. Dual-Geräte geben Musik mit allen Feinheiten wieder. In höchster Vollendung, auch stereophonisch. Zum guten Ton gehört Dual. Ach Leute, ich habe die ganze Zeit gequasselt und, naja, nicht auf Aufnahme gedrückt gehabt. Aber das war gar nicht so schlimm, ich habe nämlich oft das Mikro nicht zum Mund gehalten. Ich habe es zwischendurch hier an diesem Plattenspieler gehalten, Dual 1229, denn der ist sehr laut. Der Motor muss geölt werden, ein entsprechend fähiger Techniker wurde bereits gefunden, jetzt muss der Motor nur ausgebaut und dort abgegeben werden. So, wir sehen, die untere Lichtreihe dort bewegt sich nicht, das ist gut, Geschwindigkeit passt. Das ist ein ganz cooler Plattenspieler. Gruß geht raus an meinen Opa im Jahr 1974. Ja, also, erste Mal in meinem Leben, dass ich hier so einen Sampler
mache, man nennt es nicht Sampler, es ist ein Mixtape, ich nehme von Schallplatte auf und das endet dann hier auf Kassette, ne? Und ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Erster Track ist von Rheingold, Dreiklangdimension, schwer zu empfehlen. Ich werde euch am Ende in einem weiteren Video natürlich das Tape auch mal hochladen. Da, ja. Mal gucken, was wir als nächstes nehmen. Thematisch sind wir auf jeden Fall Anfang der 80er und im deutschsprachigen Raum unterwegs. Ja. Wir sind auch in Österreich, mitten in den Schluchten. Aber ja. Ja, da muss ich jetzt echt die Aufnahme nochmal neu starten. Aber macht ja nichts. Gibt uns Zeit, mal zu gucken, was wir hier jetzt aufnehmen. Ja, also, herzlich willkommen hier auf Gagmans Hi-Fi-Kanal. Betrachten wir nun die für diesen Hi-Fi-Analog-Sound-Mixtape verwendeten. Oh, hört ihr das? Der Plattenspieler braucht dringend Öl. In der Regel wird das nicht übernommen. Ich muss mal gerade reinhalten. So, da machst du nichts. Aber wir sind ja hier in Gagmans Musikshow 3000. Wir versuchen mit kostengünstig bis gratis Schallplatten und Elektroschrott hier irgendwie was Schönes zu machen. So, also Rheingold, Dreiklangdimensionen, Lied Nummer 1. Dieser Herr hier, das ist eigentlich eine ganz interessante Platte. Gefällt mir gut, weil ist auch viel instrumental, nicht so viel manipulative Texte. Das ist schon mal unser Eröffner. Dann natürlich die drei Herren, aber nicht direkt. Ich weiß nicht. Ich glaube, danach nehmen wir erstmal Poro in Toro. Und die andere Seite der Platte vielleicht direkt hinterher. Das hier auf jeden Fall auch ein gutes Album und es wird wieder wahrscheinlich das Titellied drauf landen. Und hier irgendwo das Beatles-Cover. Erst irgendwo und dann das Überdosisgefühl. Und das muss in einer Reihe sein mit dieser Platte hier. Wolfgang Ambros live. Denn da kommt natürlich am Ende Schwarzer auf Gore, ne? Und das kommt dann vor Überdosisgefühl und dann kommt nirgendwo ungefähr. So, Goldene Reiter natürlich. Hier ist auch ein gutes Lied drauf. Bye bye, das wird das Ende dieses Mixtapes sein, weil es so heißt, wie es heißt. Plattenspieler hat sich wieder beruhigt, lautstärkemäßig. Ich freue mich. Goldene Reiter kommt nach Bogo und Togo, beziehungsweise nach No More Feelings. Das ist übrigens das einzig englischsprachige Lied auf diesem Mixtape. Hier natürlich legendär. Spliff 85555 oder so. Carbonara, ja sicher. So. Unbehagen und Nina Hagen Band kommen beide raus. Man beachte die hohen Preise. Hat auch zwischenzeitlich irgendwann mal 97 gekostet. Dann nur noch 1 Euro, 2 Mark. Das ist ja ein sehr schönes Album. Gaia Sturzflug. Die haben dieses, ich glaube, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt, haben die damals verursacht. Bochumer Band. Und da nehmen wir gleich mehrere Lieder. Nämlich natürlich Reggae im Ruhrgebiet, Marihuana und Mogadischu. So, und die Reihenfolge wird sein Mogadischu, Reggae im Ruhrgebiet und Marihuana. Und das wird dann auch die Überleitung sein zu den österreichischen Rauschgiftliedern, die dann hinten dran kommen. So, Zeit für den Pogo in Togo. Coca-Cola. Ich habe mich umentschieden. Der Pogo in Togo wird noch nicht kommen. Jetzt kommt erstmal Carbonara. Das funktioniert alles auf mechanischer Basis. Ne? Das heißt auch, wenn man den Teller schneller drehen lässt, sind die Abläufe schneller. Handwerklich gut gemacht. Gefällt. So, jetzt müssen wir hier ausmachen. Dann ist auch leise. Ja, da läuft es bereits. Ich habe ein bisschen angehört auf Kopfhörern hier. Von der Quelle direkt. Das klingt schon ziemlich gut. Also auf dem Album hier ist das echt nicht schlecht aufgenommen. Ein gutes Lied. Da dreht sich nun der Pogo im Togo und ich habe gar nicht auf Aufnahme gedrückt am Kassettendeck. No More Feelings kommt auch drauf. Wichtiges, gutes Lied. Also das ist eine sehr gute Single hier, die Pogo im Togo. Beide Seiten sind sehr nice. Sind aber auch sehr unterschiedlich, was es aber auch sehr nice macht. Also United Balls einfach gut. So, dann haben wir erstmal ein Geiersturzflug-Lied. Mal gucken, was danach kommt. Die Platte in sehr gutem Zustand. Das heißt nicht viel bei Geiersturzflug, ist nichts wert, aber drei geile Lieder sind da drauf und die werden wir jetzt alle auf Kassette kopieren, oh ja. Yeah. Weil wir können. Und ihr seht, das sind nicht mal Raubkopien, ich besitze den Kram. Mann, Mann, Mann. Die Geräusche sind aber vorhanden, zwischendurch kommt sehr hochfrequentes Piepen. Meistens klingt es aber wie ein Verbrennungsmotor so ein bisschen. So, und es wäre ja kein ordentliches Mixtape, wenn es nicht auch Lost Wave beinhalten würde. Und so habe ich hier ganz schön staubig. Die JR ist okay von Stoned Airline. B-Seite versüfft. Freak Production 82 von 1982. Sollten die Urheberrechteinhaber dieser Platte nicht mit diesen Darstellungen zufrieden sein, bitte sagen Sie Bescheid. Ich glaube, man kann sich fast schon, ja. Ich muss sie erstmal sauber machen. Aber wir heben uns die A-Seite, nämlich JR ist okay, für ein anderes Mal auf. Das kommt im nächsten Mixtape. Diesmal nehmen wir
versüfft von der B-Seite. Finde ich besser sogar als die A-Seite. Jetzt machen wir gerade sauber. Jetzt zeige ich euch mal. Nimmt man hier sich so eine Bürste, stellt erstmal den Plattenspieler auf 17 cm ein und hier auf 45 Umdrehung, drückt hier Start und geht so mit der Bürste da lang. Man macht die da sauber. Ist irgendwie Kohlefaser. Ah ja, und dann macht man sich die Nadel kaputt, weil der Plattenspieler verwirrt ist. Dann müssen wir nochmal nachkorrigieren. Mach ich den mal kurz wieder aus. Ihr seht, so ist das mit so alten Geräten. Der ist im Originalzustand. Der wurde noch nie repariert oder restauriert. Der funktioniert einfach noch. Aber ja, also Motor wird sich angenommen und dann wird auch mal der Rest gemacht. So, das ganze Uhrwerk. Geschwindigkeit überprüfen. So, jetzt geben wir ihm noch eine Chance. Mal gucken, was schafft. Ich wähle neu aus. 25, 17. Start. Drehzahl überprüfen. Okay. Jetzt hat er es gerafft. Alles klar. Läuft. Muss Lautstärken anpassen. Sehr schönes Lied. Ja, dann noch Wolfgang Ambros mit Schwurzhof Gurne. Das bin ich, wie ich mir diese Live-Aufnahme damals live angehört habe. Der Plattenspieler macht extreme Geräusche mittlerweile. Aber das wird er noch durchhalten. Ja, das wird dann wohl das letzte Lied sein. Die Kassette ist fast voll, auf der Seite zumindest. Wir machen dann irgendwann mal noch eine andere Seite oder ja, mal gucken. Wahrscheinlich schon. Ja, so sieht das aus. Ja, damit ist Seite A im Grunde voll. Man beachte diesen geringen Rest an Spule 1. Ich habe natürlich beim Spulen vor der Aufnahme nicht darauf geachtet, wie weit das Zählwerk geht. Also wir belassen es einfach dabei. Das ist schon gut. Und ja, ich werde euch das ganze Ding dann einfach mal hochladen. Könnt ihr euch das anhören. Habt da so ein bisschen Sommerhits, ne? Und ein bisschen diesen Vibe von, ihr wisst schon, irgendwelche Geräusche und so. Schlechte Soundqualität für den Vibe gegen das Digitale. Und ich zeige euch nochmal, warum Kassetten gut sind. Und zwar deswegen. Guck mal. Gar kein Problem. Kann man einfach machen. Da ist schon gefährlicher, da ist alles sehr fragil. Hier der Beweis. Immer noch existent und benutzbar. Ich mach's nochmal. Hält sogar. Freunde, danke fürs Zuschauen. Ich weiß auch nicht, was dieses Video hier sollte, aber wir haben es mal gemacht. War halt auch was Besonderes, ne? Hab noch nie sowas getan, was ich hier jetzt gezeigt habe, was ich getan habe. Von daher, ja, bin ich jetzt auch im Jahr 1980 oder so angekommen. Wir machen Fortschritte. Link zum Tape hier in der Beschreibung. Ich lade euch das hoch. Peace.